Wir sind heute im Valligator Park bei Metz. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog und einem neuen Freizeitpark für mich. Denn heute geht's in den Valligator Park, hier in der Nähe von Metz. Der macht um 10.30 Uhr auf und die Fahrt hierhin war schon ganz wild, sagen wir mal so. Wir sind erst auf den Mitarbeiterparkplatz gefahren, wir haben uns fünfmal verfahren, weil Google Maps die ganze Zeit was anderes gesagt hat als die Schilder auf der Straße. Aber wir sind angekommen und ja, die Schlange seht ihr da. Aber es bewegt sich langsam nach vorne und ja, ich zeige euch, was hier so abgeht. Habe auch meine GoPro dabei, ich hoffe, ich kann ganz viele On-Rides für euch machen und wir freuen uns auf einen schönen, warmen und sonnigen Tag. Auch hier im Valligator Park gilt die 3G-Regel zurzeit. Da vorne haben wir schon unsere... Wir haben hier auch LTE. Der Daniel schon wieder. Also da vorne haben wir unsere QR-Codes gezeigt auf dem Handy und ja, jetzt geht's zum Eingang. Hier gibt es sogar Meet and Greets mit dem Krokodil. Die Schlange ist sogar relativ lang oder Dino. Ja, auch hier gibt es Meet and Greets. Also unsere erste Attraktion wird Valliboat sein. Sehr spektakulär. Brina sagt, das ist wie Small World. Na, ganz günstige Version. Ganz günstige Version? Die AliExpress Version. Aber für den Einstieg erstmal ganz gut. Also die Maskenregeln hier im Valligator Park sind wohl, dass man in Warteschlangen und natürlich auf den Attraktionen die Maske tragen muss. Und wenn man sich frei bewegt, ist keine Maskenpflicht, kann man natürlich weiterhin tragen. Ansonsten fand ich die Valli-Bootfahrt wirklich sehr angenehm, richtig schön entspannend. Und bei so Freizeitparks, also jetzt ausgenommen Disneyland oder so, freue ich mich mal wieder drauf, so viele Attraktionen zu machen. Denn ja, es geht heute eigentlich nur um Attraktionen, laufen Attraktion zu Attraktion. Und ja, ist auch mal was Schönes und ein bisschen actionreicher. Was suchen wir hier, Daniel? Nach Salmonellen. Ich dachte nach den Alligatoren. Wenn du da ins Wasser pinkelst, kommen diese komischen Tiere rein. Wir haben jemanden gefunden, aber kein Alligator. Nee. Gerade die Wildwasserbahn gefahren, war in Ordnung. Eine Abfahrt, bisschen nass geworden, aber sonst soweit. Ganz okay.
größte Attraktion im Park, und zwar Monster. Und ich habe ein bisschen Respekt davor, denn sie sieht schon sehr wild aus. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ich kann auch ein On-Ride machen. Und was kann ich noch sagen? Achso, zu den Wartezeiten. Die sind im Park relativ human. Das längste, was wir jetzt, glaube ich, angestanden haben, waren 20 Minuten. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Monster. Ich bin jetzt schon Monster gefahren, die anderen fahren jetzt noch mal eine Runde in der ersten Reihe für die GoPro und zum Filmen. Aber ich muss sagen, da habe ich jetzt gepasst, weil sie ist schon cool, aber für mich hat sie schon sehr doll geschlagen und mein Kopf ist immer so an die Seiten. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt nicht so geil. Und ich musste dann immer den Kopf so steif halten und irgendwann ist das echt ins Genick gegangen. Deswegen ja, warten wir jetzt mit Daniel noch auf die anderen. Und genießen das schöne Wetter. Dann wollen wir ja noch Rafting fahren, eine Kleinigkeit vielleicht noch essen und ja, das war's. Ja, wir wollen uns einen Mittagssnack gönnen und haben uns jetzt hier an so einer Bude angestellt. Brina meint, die Churros sind auch super lecker, deswegen haben wir uns auch hier eingestellt, weil hier gibt es die Churros. Eigentlich wollte ich ein Panini, ist aber leider aus. Daniel wollte eigentlich Sandwich, ist auch aus. Also es gibt nur noch Hotdog. Und ja, 10,80 Euro für einen Hotdog mit Chips und einem Getränk, entweder Bier oder Softgetränk. Und für 1 Euro mehr kriegt ihr sogar anstatt 0,5 ein 0,7 Getränk. Wir haben uns alle die Churros geholt, weil alles ausverkauft war. Und ich habe schon probiert. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr lecker. Ne? Die sind wirklich sehr gut. Die sind sehr gut. Also hat Brina nicht zu viel versprochen. Ja. Schön wäre noch so am T-Shirt vorbei. Ja. Da lag da einer auf dem Boden. Die sind vor allem außen knusprig, innen weich, frisch gemacht. Also klare Empfehlung hier. Eigentlich wollten wir uns die Show jetzt hier angucken, aber wir dachten, die läuft um 14.30 Uhr. Aber die lief schon um 14 Uhr und dann die nächste um 16 Uhr, wissen wir noch nicht, ob die läuft. Ist eine Zaubershow mit Tim Silver. So, wir fahren jetzt eine Runde Space Shoot und es ist kein gewöhnlicher Freefall Tower. Man wird hochgeschossen und dann fährt man, glaube ich, zwei, dreimal hoch und runter. We'll be right back.
spricht. Jetzt hier ins Horrorhaus und oder Terrorhaus heißt es, Terrorhaus, und eigentlich ist sowas eigentlich gar nicht mein Ding. Ich habe vor der kleinsten Sache schon Angst und so meistens an Halloween ist eigentlich auch gar nicht meins, aber ich werde gezwungen und mal gucken, ob ich lebend rauskomme. Ja, ich habe es überlebt aus dem Horrorhaus. Wir durften leider nicht filmen drinnen, aber ja, es sind einige Animatronics, ganz viel mit Licht, mit Figuren, und am Ende gab es sogar eine richtige Figur, die einen sogar nass gespritzt hat, und das fand ich am gruseligsten, weil sobald richtige Menschen im Spiel sind, habe ich noch mehr Horror. Ja, aber ich habe es überlebt. Stressiger, ja? Das ist schön. Du kannst bleiben. Und wie findet ihr die Thematisierung? Bitte mit drehen, mit. Oh, 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 oh. Oh, 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 nein! Bist du nass? Ist jetzt gerade mein Highlight. Echt? Wenn man von der nassen Unterhose absieht. Oh, 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 jetzt kommt der Wasserfall. Oh, oh nee. Also ich muss sagen, Dino Splash war heute mein Highlight. Wir hatten super viel Spaß, habt ihr gesehen. Wir wurden sogar ein bisschen nass, was ja auch dazugehört zum Rafting. Und ja, also wie gesagt, war heute mein Highlight. Würde ich gerne nochmal fahren, aber die Wartezeit war tatsächlich 45 Minuten, also die längste Wartezeit hier heute. Bisschen schade, aber eine sehr, sehr schöne Bahn. Und
ähnelt natürlich sehr der Thematisierung aus dem Holiday Park mit dem Dino Splash, heißt glaube ich im Holiday Park. Feeling gibt es hier auch, denn hier gibt es auch Teetassen. Oh, Kevin, Kevin! 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 Oh, hey, das ist schön. Hör auf damit! Oh mein Gott! Oh, das ist aber nicht der Stille! Boah, ey, wir haben jemanden. Shit. Ab! Alles gut? Ja! Da ist aber Breaking. Scheiße! Oh Gott, das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Gott, ich kann kein Auto mehr fahren. Oh Gott. Es gibt ja kein Ende hier. Warum drückt ihr denn den Stopp? Es war tatsächlich eine rasante Teetassenfahrt. Die ist sehr, sehr wild. Wilder als in Disneyland. Daniel hat gesagt, Disneyland ist eher Kaffee. Eine Kaffeefahrt. Eine Kaffeefahrt. Hier, die war sehr, sehr extrem. Die war auch super lange, aber hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war unser Tag hier aus dem Valligator Park und ihr seht, wir haben immer noch strahlenden Sonnenschein. Es fühlt sich an wie Mitte Juli, es war super warm. Wir hatten einen wirklich sehr, sehr lustigen und tollen Tag. Es gibt einige Attraktionen, die sind wirklich fahrenssehenswert. Mein Highlight war das Rafting und die Teetassen am Ende waren auch wirklich witzig. Monster muss man halt mögen. Aber für den Eintritt von 23,50 Euro, denn wir waren eine Gruppe ab 5 Personen, haben wir Rabatt bekommen. Und für 23,50 Euro kann man den Park wirklich mal besuchen. Ist ein Besuch wert. Wenn ihr hier noch nicht mal hier wart und vielleicht hier um die Ecke wohnt oder es nicht so weit von euch weg ist, kommt ihr mal vorbei. Die Dino-Thematisierung war wirklich gut umgesetzt. Das eine oder andere ist natürlich verbesserungswürdig. Essen ist auch ein bisschen teurer und halt nochmal das normale Fastfood. Aber ich finde, den Park kann man schon mal das ein oder andere Mal besuchen. Das war es auch jetzt hier von mir aus dem Valligator Park. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.